Hallo, hier ist Christoph vom TOA Servicebüro. Wenn ihr mich fragt, wieso Täter-Opfer-Ausgleich, ist meine Antwort, weil Strafe die Welt nicht besser macht. Niemand würde auf die Idee kommen, Rotweinflecken im Teppich mit Rotwein zu bekämpfen, aber es ist das Normalste von der Welt, auf Leidzufügung mit noch mehr Leidzufügung zu reagieren. Das ergibt für mich in den meisten Fällen keinen Sinn. Im Täter-Opfer-Ausgleich dagegen geht es um die wirklichen Konflikte zwischen den Beteiligten. Es geht um die Frage, was brauchen die Betroffenen, um mit dem Geschehen abschließen zu können. Und was können die Tatverantwortlichen leisten, damit dies geschieht? Das hat meines Erachtens Zukunft.